Hamid Mossadegh führt das exklusivste Autohaus Hamburgs. Hier steht die Automobile Oberklasse im Showroom. Für ganz besondere Kunden, denn bei Continental Cars kauft die Fußballelite Europas ein. Mit Continental Cars fing es ja auch erst an, mit Oldtimer, mit US-Cars, bis dann die Fußballspieler kamen durch die Kontakte, die mein Partner hat, die Nigel de Jong hat. Und es hieß dann, könnt ihr mir ein Bentley besorgen, könnt ihr mir ein Ferrari besorgen und so weiter und so weiter. Sportlicher Glanz ist nicht nur bei Promis hoch im Kurs. Hamid besorgt den Wunschlambo für jeden, der ihn bezahlen kann. Und wer es klassisch mag, für den gibt es auch eine Lösung. Bei besonderen Aufträgen durchsucht Szenekenner Kasi Garagen und Hinterhöfe. Hier ist nichts mit 1000 Helferlein oder so. Den einzigen Helfer, den du hier hast, ist der liebe Gott. Hamid Mossadegh liebt das Besondere. Seit 7 Jahren handelt der Hamburger mit Autos aus dem High-End-Segment. Sein Motto, je exklusiver, desto besser fürs Geschäft. Und das muss rund um die Uhr am Laufen gehalten werden. Denn Stillstand kann sich der Luxusmanager nicht leisten. Hallo Frau Stocker. Hallo Mossadegh. Na? Alles gut? Alles gut? Super, und bei Ihnen? Auch, soweit in Ordnung. Das Herr Liesecke hat angerufen. Mhm. Ich habe ihn für heute um 16 Uhr hierher bestellt. Okay. Der hat doch schon mal ein Granado bei uns gekauft, ne? Genau. Genau, jetzt will er den Nachfolger haben. Genau. Sehr gut. Das ist einer der Sportwagen des Jahres, der Huracan. Rund 10 Jahre hat sich Lamborghini für den Kampfstier Zeit gelassen. Das macht begehrt. Allein im ersten Monat nach der Präsentation gab es 700 Vorbestellungen. Das Auto ist zurzeit so frisch, dass es meistens nur irgendwelche Demo-Cars gibt, das heißt Demo-Autos. Die Autos werden von den Werken zur Verfügung gestellt für Probefahrten und für Ausstellungszwecke, aber die dürfen noch nicht verkauft werden. Und wir haben das große Glück, dass wir so schnell ein Auto bekommen haben und wo der Kunde dann sofort zugreifen kann. Gerne zugreifen würde auch Steve Grau. Allerdings schlägt sein Herz nicht für frische Italiener, sondern für amerikanische Alteisen. Hamid soll dem Jungunternehmer einen V8 besorgen. Ja, also ich habe einen sehr speziellen Wunsch. Mhm. Ein Oldtimer, mhm. Ein Ford Mustang. Ein Coupé? Ja, bitte. Mhm. Am besten wäre ein Fastback. Okay. Aber wäre auch nicht schlimm, wenn es ein normales Coupé ist. Okay. Haben Sie irgendwie eine genaue Farbvorstellung oder sonstiges? Oder irgendein Muss, was das Auto haben soll? Also es soll sehr sportlich aussehen. Also keine weiblichen Farben natürlich. Mhm, Rot wäre schön. Sind Sie schon mal einen gefahren oder sonstiges? Also von mir aus, wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich Ihnen gerne das Du anbieten. Ja. Okay. Ich heiße Hamid. Ich heiße Steve. Grüß dich. Also gefahren bin ich noch kein. Okay. Ich bin aber ein sehr großer Mustang-Fan. Okay. Ich müsste nur mal von dir mal ein preisliches Limit wissen, wo deine Grenze ist. Also mein preisliches Limit ist 35.000. Okay. Aber drunter wird natürlich auch gehen. Ja, sicher. Das ist klar. Das ist klar. Also ich habe für dieses Segment Autos habe ich einen Spezialisten, der sich auch sehr, sehr gut auskennt in der Szene. Und er weiß auch, wo er hinzuschauen hat und so weiter. Den würde ich beauftragen. Wir haben jetzt einmal die Option, wir können ein Auto auf dem Markt finden, wo wir noch mal selber was dran zu tun haben, wo wir das Auto noch mal absolut individualisieren oder sozusagen restaurieren. Mhm. Okay. Oder er findet gleich ein fertiges Auto, wo wir einfach sagen können, okay, der braucht nur noch TÜV, Zulassung, losfahren. Okay? Das überlasse ich aber den Spezialisten. Ja. Dafür ist er da, das ist sein Gebiet und da ist er ein Profi drunter. Also mit dem Mustang ist natürlich ein super Auftrag. Ich finde es persönlich sehr cool. Ich würde mich auch unheimlich gerne selber darum kümmern. Aber dadurch, dass ich noch 2 Kundentermine habe, einmal auf den Huracan, auf den Lamborghini Huracan und einmal mit meinem Fußballer, sind das 2 Termine, die unheimlich viel Zeit in Anspruch nehmen. Deswegen würde ich jetzt für den Mustang einen absoluten Spezialisten einsetzen. Das ist der Kasi. Carsten Peters ist ein Hamburger Urgestein mit Benzin im Blut. Sein Motto, laufen muss er. Und das tun seine Autos seit Jahrzehnten.
Kasi weiß, wo in Hamburg die Perlen stehen und was das alte Eisen kosten darf. Darauf verlässt sich Hamid, der Carsten immer dann mit ins Boot holt, wenn man in die Szene eintauchen muss, um den besten Wagen für seine Kunden zu finden. Das ist ein Foto von dem Kunden, was er mir geschickt hat. Ja. So soll das Auto aussehen. Ja, okay. Am liebsten ein Fastback. Okay. Okay. Dadurch, dass das Auto sportlich sein soll, würde ich sagen, bleiben wir bei einer V8-Maschine. Auf jeden Fall. V6 kommt raus. Ja. Okay. Soll einen schönen Sound haben. Ja. Das Auto soll entweder fertig sein. Da muss es echt in einem hervorragenden Zustand sein. Ja, man muss schon gucken beim Mustang. Weil generell bei allen Autos ist es so, man kann sich natürlich was kaufen, wo man sagt, okay, ich mache ein bisschen selber, ich mache hier ein bisschen was, da ein bisschen was. Aber wenn ich zwei linke Hände oder vier Füße habe oder sonst irgendwelche Beschwerden, dann kann sowas auch ganz schnell zum Groschengrab werden. Da das verlasse ich mich auf dein Fingerspitzengefühl. Alles klar. Okay? Ich gucke mich mal um. Ich werde da bestimmt ein paar interessante Sachen finden. Genau. Jetzt kann sich Hamid auf seine Lambo-Probefahrt konzentrieren. Außerdem hat sich für den Nachmittag ein Fußballprofi angekündigt. Kasi sucht dagegen ein Mustang-Coupé. Ein Wildpferd, das von Beginn an ein Publikumsliebling war. Allein im ersten Produktionsjahr werden 680.000 Pferdchen verkauft. Geadelt durch eine eigene Fahrzeugklasse, die Pony Cars. Ein echter Klassiker, der noch heute gebaut wird. Aber Kasi grenzt das Suchgebiet genau ein. Die wurden gebaut von 64 bis 73. Was danach kommt, ist für mich einfach nicht interessant. Ford Pinto war dann Basis und ich finde die einfach auch hässlich. Kasi verlässt Hamburg in Richtung Norden, nach Trappenkamp. Dort hofft der Autospezialist, eine ganze Herde Wildpferde zu finden. Ich fahre jetzt zu California Cars und der Olli, das ist ein absoluter Spezi, der fliegt also mindestens ein-, zweimal im Jahr rüber und holt Mustang aus Amerika. Mal gucken, was er jetzt da hat. Also ich bin sehr gespannt. Bis zu 70 Mustangs hat Olli in seinem Bestand, von günstig bis voll restauriert. Doch Kasi sucht zunächst eine gute Basis. Moin. Moin. Ich suche einen Mustang und ich glaube, du hast ein paar, ne? Einige, ja. Und ich hätte ganz gern mal einen günstigen gesehen. Hast du da was da, oder? Ja, steht auf dem Hof. Und was ist das für einer, den du da hast? Der ist gerade frisch eingetroffen. Den haben wir gerade abgeladen. Preisschild habe ich auch gerade erst ausgedruckt. Ah, okay. Ah, ich sehe ihn schon. Ein 67er im Racing-Style, das absolute Schnäppchen auf Ollis Hof. Mit über 200.000 Kilometern und einem 224 PS starken Achtzylinder unter der Haube wagt Kasi einen näheren Blick und entdeckt Überraschendes. Kannst du mir ein bisschen was zu dem Wagen sagen, bitte? Ja, es ist ein 67er Ford Mustang. Ja. Hat eine 289er Maschine drin, Scheibenbremsen vorne. Okay, das war nicht Serie, das stimmt. Derzeit muss man da noch auf dem Holzblock, Platz nehmen. Okay. Die Sitze sind aber dabei. Okay, die sind sogar neu bezogen. Hm. Aber der ist halt so vom Autotransporter gerollt. Das ist halt wirklich gerade erst angekommen. Ich meine, man kann sich auf den Boden setzen, aber kann man nicht rausgucken, muss man zu zweit fahren. Das war alles ein bisschen sehr viel Bastelei und sehr viel Arbeit. Gleich bei den Hamburger Autoperlen. Ein Mustang genau nach Kasis Geschmack. Ja, der marschiert schon ganz gut nach vorne. Hoher Besuch bei Continental Cars. HSV-Spieler Ivo Ilicevic sucht ein neues Gefährt. Der Bentley sieht jetzt extrem gut aus. Und Probefahrt im Huracan. Bringt Hamid den 600 PS Supersportler an den Mann? Bei den Hamburger Autoperlen ist Gebrauchtwagen-Experte Kasi auf der Suche nach einem V8 Mustang für maximal 35.000 Euro. Der erste Kandidat ist zwar deutlich günstiger, aber dieser alte Ami macht Kasi das Leben schwer. Was natürlich toll ist, wenn die Sitze fehlen, dann kann ich gleich mal ein bisschen aufs Blech gucken hier. Also schön ist was anderes. Auf jeden Fall. Also das Auto braucht schon Arbeit. Hätte zumindest mal aussaugen können hier, oder? Das sieht ja schlimm aus. Aber GT-Ausstattung. Ja, Deluxe-Interieur mit dem gebürsteten Aluminium. Ah. Das war damals Sonderausstattung und war nicht ganz günstig. Man kann ihn aber wieder zum Glänzen bringen, wenn der Preis stimmt. Was hast du bezahlt? Ja, eigentlich noch mehr sogar. Aha. Ein richtiges Schnäppchen, ne? Mhm. Auf jeden. Ja. Hier fehlt auch was.
Ja, aber das ist alles dabei. Das ist ein vollständiges Fahrzeug. Schöne Felgen aber drauf, ne? Ja. Das ist, glaube ich, bisher das Beste, was ich am Auto sehe. Aber neue Einstiegsleisten, wa? Ja. Mhm. Alles richtig gemacht. Da hat sich der Vorbesitzer nicht lumpen lassen. Gut, aber bei den Schrauben hat er schon gespart. Ne? Die laufen ja wie geschmiert. Und was willst du jetzt für den Wagen haben? Der kostet 9.999 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Ja, das ist ja ein Schnäppchen. Für so einen Schrauber war das eine gute Basis. So, also das war kein Schrotthaufen, sondern es war tatsächlich ein Projekt. Du bestimmt ein gutes Auto, aber nicht das Richtige für mich. Also da ist tatsächlich ein bisschen sehr viel dran zu machen. Hast du vielleicht etwas, was ein bisschen besser dasteht? Klar, wir haben irgendwie noch ein paar Mustangs im Showroom stehen. Ja. Da sollte wahrscheinlich das Passende dabei sein. Olli greift nun zu etwas Glänzendem in Metallic Blau, Baujahr 1964. Mit 289 Kubikinch, also 4,8 Litern Hubraum, bringt der Ami 190 PS auf die Straße. Dieses Pferdchen ist bereits knapp 190.000 Kilometer galoppiert, aber schon teilrestauriert. Na, der ist schon ein bisschen schicker, ne? Auf jeden Fall. Was auch irre ist, wenn man die jetzt mal direkt vergleicht, das vorhin war ja ein 67er und dies ist ein 65er, oder? Richtig, ist ein 65er Modell, ja. Langläufig als 64er halber bezeichnet, weil er in 64 produziert wurde. Also wirklich das erste Modell des Mustangs. Mhm. Aber wie viel kleiner der ist, ne? Der ist eine Ecke kleiner, auf jeden Fall. Ja. Was mir gleich aufgefallen ist, Klassiker, ne? Ja. Warst du das oder irgendein Ami? Nee, das muss irgendwann mal in den 70er, 80er Jahren passiert sein. Das ist ein Klassiker, da ist mal was auf den Luftfilter abgelegt worden und die Motorhaube zugeklappt worden. Und dann hat man da halt solche Beulen. Man kennt das. Ja, ist natürlich, in der Preislage ist es halt auch noch kein perfektes Fahrzeug. Ja, klar. Aber der ist im guten Originalzustand. Hm. Ja. Wie viel Vorbesitzer? Der ist aus erster Hand. Erster Hand? Hm. Das ist auch relativ selten, dass man so ein Fahrzeug noch findet. Innenraum wurde schon einiges gemacht, ne? Ja. Neu gepolstert, neuer Teppich, Himmel auch neu. Also innen sehr schick, ne? Auf jeden Fall. Das ist auch das abgegriffene Lenkrad finde ich super. Ne? Ja. Also nichts aus dem Zubehörmarkt, sondern sehr schön. Und wo sind hier die Luftsicken? Die sind einer Teilrestauration zum Opfer gefallen. Im Lack untergegangen. Aber sie steht ja so gut da, kein Problem. Wieder ein anderer Tankdeckel. Übrigens, jedes Jahr gab es einen anderen Tankdeckel. Auch ein Erkennungsmerkmal, welches Baujahr gerade vor einem steht. So, das kann er dann nachher zumachen. Was hier passiert? Hier lahmt der Gaul, was? Da fehlt nur so ein Nupsi. Und was ist hier vorne passiert? Also Spaltmaß war ja noch nie die Stärke von irgendwelchen Amis, aber ich glaube, sowas ging damals auch bei Ford nicht aus dem Werk, ne? Nee, da hast du allerdings recht. Irgendwie. Da hat er mal einen kleinen Treffer gehabt. Einen kleinen? Naja. Also so klein ist er, glaube ich, nicht gewesen. Ehrlich, guck mal, der hat hier einen gekriegt und hier sind alle Buchstaben verwackelt. Oder wie erklärst du mir das jetzt? Ja, die Buchstaben sind wirklich verwackelt. Verkäufer sagen natürlich immer, ja, einen kleinen Treffer gehabt vorne. Und, aber nicht so wild, ist mal eine Katze vorgelaufen. Also, ich glaube, das war mehr wie eine Katze. Also das heißt aber, das war mehr als eine Katze. Was kostet der? Der liegt bei 13.333 Euro. Okay. So in der Preislage, vielleicht darf es auch noch ein bisschen mehr sein. Ne? Also ein schönes Auto, aber na, wenn du noch was anderes hast. Okay, ja, da sollte ich was haben. Kasi will günstig kaufen, damit Hamid gewinnbringend verkaufen kann. Gar nicht so einfach im High-End-Autobereich. Hier zählt ein guter Eindruck und einen noch besseren Kontakt zu den gut betuchten Kunden pflegen. Heute treffe ich mich mit Ivo, um mal so langsam auch ein neues Auto mit ihm zu besprechen. Ivo, das ist HSV-Profi Ivo Ilicevic. Der Mittelfeldspieler fährt bereits ein Auto von Hamid. Weil das Leasing demnächst ausläuft, muss etwas Neues her. Denn der Kroate hat einen Autospleen. Mein allererstes Auto, es war ein Opel Astra. Ein Opel Astra, glaube ich, das ist schon ziemlich lang her. Zurzeit habe ich ein paar Autos. Ich bin so ein bisschen autoverrückt. Von daher ergänzen wir uns, glaube ich, da ganz gut mit Mohammed. Es kommen immer mal neue dazu, auf jeden Fall. Will mir auf jeden Fall ein neues Auto zulegen. Der Bentley sieht jetzt extrem gut aus. Also, als ich dich jetzt da rein habe fahren sehen, hat er mir sehr gefallen. Und klar,
Mhm. Auf jeden Fall mal ausprobieren. Klar, es ist ja ein Bentley Continental GT Speed. Das heißt, es ist eigentlich genau das, worauf du stehst, was du willst. Und die Eckdaten passen auch soweit. Aber du musst das Auto mal fahren, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Und dann sagst du entweder, das ist richtig oder ich möchte ein paar Änderungen haben. Das Alpha-Tier der Continental-Familie kostet in der Basisversion 210.000 Euro. Hamid hat dem Briten eine Vollausstattung gegönnt und ihm eine neue Außenhaut verpasst. Damit steigt der Preis auf über 300.000 Euro. Der Speed ist ja die große Maschine, von daher passt das ganz gut. Genau. Ist ja mit 625 PS, auch, also jetzt mit 630 PS sogar aktuell. Und hat auch eine Edelstahl-Sportausstattungsanlage bekommen mit Fernbedienung. Sehr wichtig. Das kennst du ja alles. Sehr wichtig. Genau. Hat auch die Nime-Soundanlage drin. Das heißt, also das Auto ist voll. Also es gibt nichts mehr bei Bentley, was du ankreuzen könntest, was dieses Auto nicht hat. Also wir haben da alles reingepackt. Trotzdem ist Ivo vom Bentley noch nicht ganz überzeugt. Ivo liebt Autos. Er liebt Autos über alles. Aber er hat auch ganz klare Vorstellungen, wie sein Auto auszusehen hat. Der ist eher so ein Typ, der ein bisschen auf helle Autos steht, auch Innenausstattung ein bisschen hell. Das kommt ja auch selten vor. Aber er hat ganz klare Vorstellungen. Wenn er ein Auto haben möchte, dann weiß er sofort, gibt er die Punkte vor. Zack, 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 so soll es aussehen. Und das musst du dann auch umsetzen. Und dann geht das gut voran. Gibt es zurzeit irgendwelche Wünsche? Hast du mal irgendwas gesehen, wo du gesagt hast, ja, damit, das könnte ich mir vorstellen, das Auto würde in Frage kommen? Ja, also ich bin schon am Überlegen. Also ich hab letztes Mal den Ferrari F12 Bellinetta gesehen. In Schwarz. Puh, da sah er schon richtig gut aus und hat mir sehr gefallen. Ja, der wäre mit Sicherheit auch sehr interessant für mich. Okay. Ja, gut, dann würde ich sagen, fahr erst mal den Bentley. Guck, was du davon hältst. Das sind zwei verschiedene Autos, gar keine Frage. Auch von Fahrwerten her und so weiter. Und dann würde ich sagen, danach besorge ich dir den F12, dass du den auch mal fährst. Ich kenne den Hamid jetzt seit ungefähr 2 Jahren. Ja, ich bin sehr begeistert, wie er die Sache hier ausführt. Ich meine, ich habe schon einige Autos gehabt, habe mit manchen auch nicht so gute Erfahrungen gehabt, mit manchen Autohäusern. Und ja, von Hamid war ich eigentlich vom ersten Tag an begeistert gewesen. Ivo wird Ferrari und Bentley in den kommenden Wochen ausprobieren und sich dann entscheiden, welches sein neues Geschoss wird. Einen Schritt weiter soll es schon mit dem Lamborghini Huracan gehen. Dieses Modell ist eines der ersten. Die Wartezeit beträgt aktuell etwa 6 Monate. Für manche zu lang und den vollen Preis wollen sie auch nicht zahlen. Hallo. Wir haben noch mal einen Anruf bekommen auf den Huracan. Da ist auch ein Stammkunde von uns gewesen, der das Auto auch unbedingt haben möchte. Ja, aber da kommen wir ja nicht hin. Da kommen wir ja nicht hin. Das geht. Es gibt eine gewisse Grenze, wo es einfach nicht mehr weitergeht. Und der Kunde hatte uns 196.000 Euro netto angeboten. Ich habe ja einen Kurs durchgegeben. Sollen wir... Also 202 netto, aber mehr kann ich echt nicht machen. Das kann ich nicht. Geht nicht. Geht echt nicht. 197. Das können wir nicht machen. Das können wir nicht machen. Deswegen. Okay, danke. Ciao, ciao, ciao. Also ich habe kein Geschäft bisher erlebt, wo der Kunde reingekommen ist und gesagt hat, das Auto kostet XY und ich zahle das und ich nehme das Auto jetzt mit. Es gibt bei ganz wenigen Autos, die ganz frisch und neu auf dem Markt sind oder limitierte Auflagen, wo einfach keine Verhandlungschance möglich ist. Aber da haben die Kunden meistens auch Verständnis für. Also geht's weiter mit dem Technikcheck. Es geht um über 200.000 Euro. Da muss der Tank voll und alles sauber sein. Hier muss auch noch mal Kevin einmal rüberschauen, ne? Dass er das einmal alles hat. Das Auto muss perfekt aussehen, wenn er kommt. Okay. Auch jetzt hier die Fingerabdrücke weg und so weiter. Ja, auf der Seite ein bisschen auch. Genau. Habe ich auch schon gesehen. Es sind die Details, die stimmen müssen. Gerade im Luxus-Sportwagen-Segment können Kleinigkeiten entscheiden. Ganz im Gegenteil zu Kasis Motto, wenn der Motor nicht schwitzt, ist er tot. Der Hamburger nimmt sich bei Olli einen weiteren Mustang vor und hat es jetzt mit einem Racer zu tun. Also der gefällt mir.
Ein echter Kalifornier mit nur 43.000 Kilometern und einem 5-Liter-Aggregat mit 250 PS. Das 65er Pony ist handgeschaltet und bereits in Amerika im Racing-Style restauriert worden. Sieht echt bissig aus, ne? Ja, ist auch ein echt sportliches Auto, muss man so sagen, ja. Kein Chrom mehr dran. Ja. Ne? Kein Chrom mehr dran, eigentlich nichts mehr dran. Was denn hier passiert? Also, bleibt das so? Soll das so bleiben? Ja, der ist so schnell, die Embleme sind abgefallen. Ja, ich glaube, du willst mir den so verkaufen, dass ich in 2 Jahren neue Kotflügel brauche, weißt du? Dass er schön durchgammelt. Hier genauso. Also, da musst du noch irgendwas haben in Schwarz für mich. Ja, Embleme kannst du dazu kaufen, klar. Ja, weil hier wurde ja alles mal außer Griff und so. Hier hinten die Sicken hier schwarz lackiert. Ja. Felgen schwarz. Ja. Stahlfelgen, oder? Das sind Krager Stahlfelgen, ja. Okay. Ah, Schalter, ne? Ja, Viergang-Schalter, ja. Ja, sehr schön. Bandtacho? Bandtacho, genau, 65er Modell mit Original-Bandtacho noch. Und schön gepolstert, aber innen drin auch schick. Die Sitze sind schick, mit den Pferdchen drauf. Ja, das war damals Sonderausstattung, sogenanntes Pony-Interieur. Ja. Nein, sehr schön. Und den hast du auch selber geholt, aus Amerika? Ja. Ja, der kommt aus, wirklich aus südlichen Südkalifornien, irgendwie nahe der mexikanischen Grenze schon beinahe, ja. Irgendwie bei San Diego. Ja, also der hat auch wirklich nur Sonne gesehen. Und einmal neu lackiert, nehme ich an. Der ist einmal neu lackiert worden, ja. Müsste aber noch mal poliert werden, da ist das Finish nicht so ganz perfekt gemacht bestimmt worden. Einmal in Mexiko gemacht, ne? Vielleicht einmal über die Grenze, das kann durchaus sein, ja. Rost ist kein Thema. Die Spaltmaße passen. Jetzt muss nur noch der 5 Liter V8 Casis Zustimmung finden. Und was ist das jetzt für Motor genau? Das sind 302. Ja. Mit einer scharfen Nockenwelle und anderen Kolben. Die neuen Dichtungen grinsen einen an. Ja, das stimmt hier vorne gleich. Ne? Und ja, in dem Bereich. Mit Streben, das ist natürlich auch nicht original. Ne? Genau. Das Ding heißt lustigerweise Monte Carlo Bar. Ah, okay. Ja, andere Lenkung. Genau, die Lenkung ist noch sehr entscheidend. Dadurch kann man das Auto auch sehr sportlich fahren. Hm. Ist eine Zahnstangenlenkung. Ja. Rack and Pinion Conversion Kit sozusagen verbaut. Ja. Sowas liegt, wenn man es in der Werkstatt machen lässt, zwischen 4.000 und 4.500 Euro dann vom Preis her. Also das ist halt was richtig Feines. Ja. Apropos sportlich fahren. Also ich würde den gerne mal fahren. Ist das machbar? Auf jeden Fall. Also rein in den Sattel und die Zügel straben. Fahrwerk, Lenkung und Getriebe wurden auf Sport getrimmt. Nur eine Sache ist mit der gesteigerten Performance nicht mitgewachsen. Es macht richtig Spaß und ans Fahren muss man sich natürlich erst wirklich gewöhnen. Auch an die Bremsen. Also echt eine Mickey-Maus-Bremse hier. Ja? Gibt es einen tollen Spruch, der war verzögert, aber nicht ernsthaft. Trotz Scheibenbremsen vorne ist die Verzögerung mäßig. Gerade bei der Leistung hätte ich gedacht, dass da auch an der Bremse ein bisschen was gemacht wird. Aber Fehlanzeige. Also die Bremse ist meiner Meinung nach für das Auto etwas schwach. Dafür funktioniert der Motor einwandfrei. Der Umbau auf Racing macht auf das Nordlicht Casi mächtig Eindruck. Hat er vielleicht hier den richtigen Wagen für Hamid und seinen Kunden gefunden? Der marschiert schon ganz gut nach vorne. Ich schätze mal, der hat locker 250 PS. Hier ist nichts mit 1000 Helferlein oder so. Den einzigen Helfer, den du hier hast, ist der liebe Gott. Wenn ich so schnell ankomme, ich kann nicht mal die Leute aus dem Weg hupen. Es passiert nichts. Und hier steht 900 Meilen. Ich glaube, da wurde was getürt. Das poltert ein bisschen im Kofferraum. Da muss ich nachher mal gucken, was das ist. Aber das mache ich nicht während der Fahrt. Ganz perfekt ist der 65er Mustang zwar noch nicht, aber so eine Basis ohne Rost findet man selten. Das könnte das erhoffte Schnäppchen sein. Also ich setze den mal an bei 13,5. Wenn man sich dann in der Mitte trifft und ich noch ein paar schöne schwarze Embleme bekomme, dann sollte das passen. Aber 15,5 halte ich dann doch für ein bisschen zu hoch gegriffen. Und wie war? Was willst du hören? Nur Gutes. Natürlich. Der liegt wirklich straff für so ein altes Auto. Macht echt Spaß. Natürlich funktioniert die Hupe nicht. Bei so einem schnellen Auto natürlich das Wichtigste überhaupt. Das ist natürlich ein echtes Manko, ja. Ja. Da hat er irgendwas gescheppert im Kofferraum. Da würde ich gleich ganz gerne noch mal gucken. Aber ansonsten, ehrliches Auto. 12,5 kann ich dir so bieten.
Ohne in den Kofferraum zu gucken. Oh. Mhm. Rein vom Wert her, was investiert wurde, ist er sogar erheblich mehr wert. Ja, das sagst du jetzt. Nein. Na gut, hast mir was verschwiegen, ne? Ich glaube, das ist gar, der hat gar nicht so viel Hau, das Bassantrieb, das Ding. Ehrlich gesagt ist das preismindern, ne? Aber wirklich, aber das kann man ja noch raushäkeln, oder? Ja. Und was liegt hier noch rum für einen Sack? Ich dachte, das trifft deinen Geschmack. Ja, und wieso sind die nicht drauf? Also die kannst du schon mal behalten, da sind wir nicht mehr bei 12,5, sondern bei 12. Ja. 11,5. Dann habe ich hier noch so einen Deckel. Ja, der gehört da drauf. Ja, aber du nimmst ja alles raus, habe ich gesagt. Hier mit dem Deckel fangen wir an. Hm. Ach du Scheiße. Nee. Also da muss irgendwas mit 14 stehen, sonst kann ich gleich losfahren. 14,9. Okay, 14,9, aber dann kriege ich auch noch hier ein paar schicke Embleme. Ja, die Embleme packen wir die auch noch dazu. Gut, in schwarz bitte. In schwarz. Alles klar. Nee, das passt. Mustang haben ihren Wert. Und je besser sie im Zustand sind, ist natürlich klar, desto teurer werden sie. Und der Wagen ist gut. Es war kein perfektes Auto, aber der ist von der Basis her sehr, sehr gut. Und von daher war der Preis auch gerechtfertigt. Und ich denke, mit dem Preis können auch beide leben. Entscheidend ist, ob Hamid diesen Wagen für seinen Kunden kaufen möchte. Deshalb wird dokumentiert und berichtet. Nur leider ist Hamid noch nicht überzeugt und wünscht sich einen Mustang mit Fließheck. Du hast das Auto ja bei Olli gesehen, ja, und du fandst, dass es okay ist, plus Zulassung jetzt, wären wir immer noch in unser Budget. Ja. Aber trotzdem finde ich, dass das nicht ausreichend genug wäre für unser Kunde, das, was er beschrieben hat bei uns. Ja. Und schon rollt der 16-Uhr-Termin auf den Hof. Der Speditionskaufmann aus Hamburg hat sein Geld im Export verdient und schon einmal einen Wagen bei Hamid geleast. Guten Tag, Herr Liesecke. Herr Mossadegh, grüße Sie. Na. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. Geht's Ihnen gut? Perfekt. Und Ihnen? Ja, wunderbar. Super. Passt. Super, super. Das sieht ja stark aus. Absolut, absolut, absolut. Ist auch die gleiche Farbkombination, die Sie vorher mit Ihrem Salado hatten. Ja. Nur, dass sich das Auto jetzt im Wesentlichen, also komplett verändert. Der sieht ja ganz anders aus. Also nicht ganz anders, aber sie hat einiges verändert. Ja, da haben sich die Italiener jetzt lange Zeit gelassen. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen gleich die Punkte durch und dann freue ich mich auf eine ausgiebige Probefahrt. Gerne, das würde mich freuen. Das würde mich freuen. 255.000 Euro soll der Lambo kosten. Eine gewaltige Summe. Doch der Unternehmer hat lange auf dieses Modell gewartet. Hamid muss eigentlich nur noch den Sack zumachen. Dadurch, dass das auch ein ganz frisches Auto ist, also es ist sozusagen ein von ersten 10, maximal 15 produzierten Fahrzeugen. Es ist ja, das Auto ist ja erst vor einigen Wochen auf den Markt gekommen. Davon leben wir auch, davon profitieren wir, dass wir schnell sind. Das ist eigentlich das A und O, unser Service, Schnelligkeit, Service und dass der Kunde sich eigentlich um nichts kümmern muss. Also hier sehen Sie dann, 10-Zylinder-Motor mit den neuesten Euronormen, mit Euro 6. Mhm. Das ist jetzt umwelttechnisch auch das Beste, was man haben kann. Das Einzige, was ist, es ließ sich leider nicht vermeiden. Sie haben hier eine Start-Stopp-Funktion. Aber das können Sie dann jederzeit immer ausschalten, wenn es nervig wird, weil das Auto schon immer sehr laut ist, wenn es wieder in Betrieb kommt. Genau. Ja, sehr schön. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja. Klasse, klasse. Genau. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, Machen wir es. Bereiten wir alles vor für eine Probefahrt? Bereiten wir es vor. Okay, ich freue mich schon. Ich mich auch. Okay. Ein Lambo mit Start-Stopp-Automatik, damit der 10-Zylinder die Umweltnorm schafft. Für Sportwagenfans absolute Nebensache. Die wollen lieber die 610 PS in Aktion sehen. Und genau das soll jetzt passieren. Man darf ja hier nicht vergessen, wir verkaufen hier immer Emotionen. Und der Kunde, der hier reinkommt, der ist einfach, der will seinen Traum sich verwirklichen. Und Herr Liesecke hat ja auch lange gewartet, bis der Nachfolger rauskommt. Und jetzt war es soweit. Und jetzt möchte er wieder dieses Gefühl haben, einen Sportwagen zu besitzen. Und es ist auch meistens so, ein Lamborghini-Kunde würde nie umsteigen auf einen Bentley oder auf einen Ferrari. Der bleibt auch bei Lamborghini. Wie dieser Kunde, der jetzt auf die Straße will. Doch schon auf den ersten Metern gibt es ein Problem. Ja, dann würde ich sagen, starten wir. Autsch! Da schauen wir doch lieber zu Kasi. Der ist wieder auf Mustang-Suche, weil Hamid die Auswahl noch nicht gefällt.
deswegen suche ich halt weiter und ich habe auch noch was gefunden. Gar nicht so weit von mir, tatsächlich auch in Hamburg. Und zwar ist das schon mal eine ganz andere Preisansage, die da aufgerufen wird. Da geht es nämlich um die 30.000 und nicht um 17.000, 18.000, 15.000. Dafür kann man natürlich deutlich mehr erwarten. Kasi hat gehört, dass der Drummer der Band Tape seinen Mustang verkaufen will, wenn der Preis stimmt. Moin. Moin. Du bist Jan, ne? Ja, Jan, hallo. Das ist ja ein Schmuckstück, was? Der Mustang soll 32.000 Euro kosten und ist sicher kein Original 350 GT, sondern ein Shelby-Nachbau auf Basis eines Original 66er Fastback. Wäre der GT echt, würde der Preis bei etwa 130.000 Euro liegen. Trotzdem macht der sogenannte Clone einen sehr guten Eindruck. Ist das ein 66er, ne? Das ist ein 66er. Kann man auch hier sehen, ganz leicht, ne? Also, aber das ist keine echte Cobra, oder? Kein Original, oder? Nee, nicht ganz. Nicht ganz, nee. Also ein Klon, meinst du? Ein Klon. Ungeschweißt, habe ich auch gelesen? Ungeschweißt. Ja, das ist wichtig, ne? Gerade wenn man den mal wieder verkaufen will. Gut, aber unfallfrei ist er auch, ne? Ja. Gut. Und sonst noch irgendwas an dem Wagen gemacht, irgendwie? Motor ist alles Serie, Bremse Serie? Alles Serie. Ja. Das sieht ja so ganz gut aus, ne? Gut, vorne hat er schon Scheiben. Ja, das ist natürlich nicht so schlecht. Hier fehlt eine Kappe. Ja, die habe ich immer mal verloren beim Parken. Aber er zieht dir nachher natürlich 7.000 ab. Die sind teuer, die Dinger, weißt du, ne? 7.000? Ja. 32 wolltest du haben, ne? 32.000, ja. Ich mache mir den Motorhaube auf. Ja. Cobra Jet-Motor, was? Ja. Auf jeden Fall nicht. Aber egal, sieht trotzdem gut aus. Also das wurde wirklich mit Liebe gemacht und normaler 289er Motor ist ja auch kein Hexenwerk. Der steckt ja quasi in jedem Ford, glaube ich, damals. Außer man hat einen Sechszylinder, ne? Ja. So, aber sieht alles sehr ordentlich aus, ne? Trocken ist er auch, also leckt kein Öl, nichts. Nö, habe ich alles machen lassen. Ha. So, sieht wirklich gut aus. Richtig. Aber alles mit Liebe gemacht, also keine Frage. Ist einmal ordentlich durchgeschraubt, ne? Ja. Magst du einmal anmachen? Ja, bitte. Alles gut. Kannst wieder ausmachen. Na, ja, alles gut. Ruckel ganz bisschen im Stand, ne? Aber das ist, glaube ich, nicht der Rede wert, du. Na, wenn du sagst, der Wagen fährt gut, dann überzeuge ich mich gleich selbst. Und dann, ja, der fährt, wie gesagt, sehr, sehr gut. Alles klar, dann mache ich den Deckel wieder zu und viel Spaß. Ja, den werde ich haben. Was mir natürlich sehr gut gefallen hat, war die gesamte Optik. So, für meinen Geschmack schon fast zu glänzend. Aber das ist halt wirklich Show und Shine und da passte alles. Noch nicht ganz passt es bei Hamid. Der Lambo ist zu tief. Sie haben hier ein Liftsystem, ja, wo Sie das Auto auch höher fahren können. Falls Sie an eine Tiefgarage oder sonstiges sind, wo steile Auffahrten. Wo man steile Auffahrten genau hat, dass man das hochsetzen kann. Genau. Okay. Ein Argument für den Huracan. Der italienische Kampfstier kann also nicht nur Sport, sondern auch Alltag. Das und vieles mehr erklärt Hamid seinem Kunden auf dem Weg zur Autobahn. Was ganz neu ist, ist Automatikgetriebe. Vorher war es ja sequenziell, das heißt, sie haben immer nach dem Schalten, wenn das Auto geschaltet ist, dieses Rucken gehabt. Mhm. Und jetzt ist es so, dass sie ein Doppel-Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe haben und das Auto dadurch viel angenehmer ist, auch im Stadtverkehr. Ne? Denn man merkt es ja, da wir hier gerade einen roten Ampel standen, im Grunde, er fährt ganz sauber an, absolut. Zweiter Gang, man merkt es gar nicht. Absolut. Also ist schon wirklich absolut extrem ruhig. Absolut. Damit wird selbst ein wilder Stier zum Cruiser, zumindest bis zur Autobahn. Aber dann zeigt der Lambo, warum er in der Top-Liga der Sportwagen spielt. Das ist unglaubliches Gefühl, ne? wenn der kompletten Kraft 610 PS, ja, absolut, auf der Straße, das reißt sie sozusagen so weg. Und das reißt einen richtig mit, vom absolut, Gefühl her. Absolut, absolut. Wirklich eine Kraftmaschine. Und das ist das, was dieses Auto halt, ja, so interessant macht, dass sie alles in einem Paket jetzt haben. Als Sie vorhin sagten, diese Alltagstauglichkeit, also alltagstauglich würde ich mal nicht sagen, aber dieses normale Fahren, was möglich ist,
Ich habe es erst nicht geglaubt. Okay. Aber jetzt so dieser Strahlermodus, es ist wirklich, man fährt den Wagen ganz normal. Ja. Da kann sich die Frau reinsetzen und losfahren. Spätestens jetzt hat der Kunde Feuer gefangen. Und Hamid hat noch einen Trumpf im Ärmel. Dafür muss es aber noch mal kurz über die Landstraße gehen. Ich merke natürlich, was möchte der Kunde, worauf möchte er hinaus. Und wenn ich einen Ferrari-Kunden habe, der im Race-Modus im Elbtunnel fährt und einfach Spaß dran hat, wenn es vibriert, dann fahre ich mit ihm dahin. Aber wenn der elegante Bentley-Kunde kommt und der ganz dezent und ruhig fahren möchte, mit dem fahre ich natürlich nicht in der Elbtunnel. Hamid wählt die Rennstreckeneinstellung für den Tunnel, damit der Zehnzylinder frei atmen kann. Also halten Sie mal ein bisschen Abstand bitte. So, und jetzt gehen Sie mal in Corsa rein. Genau. Und jetzt kommen Sie mal einen Gang runter bitte. Es ist beeindruckend. Mehr Argumente braucht Hamid nicht. Denn das ist es, was Lamborghini-Kunden erwarten. Die Möglichkeit, mal richtig drauf zu drücken. Das ist gut. Genau. Okay. Es geht hier nur um eine Sache, es ist nur Emotion. Und da kann ich auch verstehen, dass der Kunde natürlich auch auf einer Seite verhandeln möchte, aber auf der anderen Seite ist für ihn Fakt, jetzt ist es soweit, ich möchte es haben, das Wetter ist gut und ich möchte es fahren. Doch noch ist nichts unterschrieben. Also viele Geschäfte werden über Leasingbanken abgewickelt. Die Zeiten sind vorbei, wo ein Kunde ein Auto 10, 15 Jahre fährt. Da haben wir vielleicht nur ein oder zwei Kunden im Kundenstamm. Sie hatten ja meine Kollegin vorab mal eine Anfrage geschickt gehabt, wie es im Leasing aussieht. Mhm. Wir haben hier einen Grundpreis von 255.000 Euro. Dann hätten wir eine Anzahlung von 51.000 Euro und 36 Monate Laufzeit, 2.999 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Gibt es eine Möglichkeit, die Leasingrate noch ein bisschen runterzukriegen über die Anzahlung? Also mit einem Grundpreis kann ich leider bei den Huracan zurzeit nichts machen. Mhm. Es ist das aktuellste Auto von Lamborghini. Es ist einer der ersten Fahrzeuge. Und da musste ich halt auch den Kunden einfach das auch rüberbringen, dass zurzeit leider keine Verhandlungschancen möglich sind. Das hat er ja auch sehr gut aufgenommen. Das hat er ja auch sofort verstanden. Dann wird meine Kollegin Ihnen das alles per E-Mail schicken. Gerne. Komplett. Und dann schicken Sie das alles zurück und dann geht das seinen Weg. Wunderbar. Klasse, machen wir das. Da sind wir uns soweit einig. Alles klar. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Auch Kasi geht jetzt auf Probefahrt. Er will einem 66er Mustang auf den Zahn fühlen. Also der erste Eindruck von dem Fahrzeug, gut. Kann man natürlich noch wenig zu sagen, bin gerade erst eingestiegen, aber so, Lenkung merkt man jetzt schon, sehr ordentlich, hängt auch gut am Gas. Und obwohl der Mustang nur wie ein Shelby aussieht, hat er trotzdem über 200 PS unter der Haube. Bei einem Gewicht von 1200 Kilo kann Kasi ordentlich Gas geben. Kaum Nebengeräusche in dem Fahrzeug. Haben wir schon grün, oder? Alles beschauen, nichts berühren. Ach, grüner wird's nicht, Herr Peter. Wenn er rollt und durchschaltet, schaltet er butterweich durch. Also dann mit dem Getriebe ist alles in Ordnung. Der Wagen macht einen guten Eindruck. Und selbst die fast 50 Jahre alte Klimaanlage funktioniert. Wenn man sich einen Ford Mustang kauft, dann brauche ich nicht mit einer Rolle Münzen losgeht, da brauche ich richtig Geld. So ein Auto kostet mittlerweile in so einem Zustand mal locker 30.000. Das ist leider so. Also ich hätte natürlich beim Preis gerne was mit der 2 vorne, aber das wird nicht funktionieren. Also mich würde es schon freuen, wenn ich irgendwo
am Ende vielleicht noch 1.000 runterkriege bei 32.000. Dann bin ich bei 31.000. Ich glaube, dann haben beide einen ganz guten Deal gemacht. Wenn sich Schlagzeuger Jan darauf einlässt. Und? Ja, alles gut. Aber 32.000? Da müssen wir ein bisschen reden. Wollte ich ganz gern haben. Ja, du, was ich alles gerne hätte, ne? Da kann ich ein Buch drüber schreiben. Also, drei Sachen sind mir aufgefallen, die nicht so schön sind. Einmal okay. Ist das die Radkappe vorne, die fehlt. Ja. Dann läuft ein bisschen Unruhe im Stand. Mhm. Also ist nicht so schön. Und so ein bisschen hinten an der Federung. Da ist so ein bisschen Poltern. Okay. Na, fasse. Und was wolltest du noch mal haben? 32.000. Das ist echt ein liebhaber Preis, wie ich schon sagte. Ich kann dir sagen, 30.000 gehe ich sofort ein. Was sagst du denn zu 31,5? Dazu sage ich nee. Weil ich ein großes Herz habe für Musiker, ne? 31 glatt. Dafür musst du die drei Sachen machen und mir den in die Halle von Hamid bringen. Und da gibt's dann lecker Bier. Okay, 31. Alles klar. Alles klar, ja. Vielen Dank. Ja, das ist natürlich ein stolzer Preis, aber du, das sind die Werte. Du kannst gucken, wo du willst. Du kriegst irgendwelche Blasen für 20, 22, 23 auf Fastback noch. Ja. Aber dann ist es wieder so, da schaufelst du nur rein. Und am Unterboden alles ist alles Chico. Gut. Ja. Hm. Wenn nicht, dann fahr ich noch mal bei dem rum. Okay. Und klär das. Das Angebot scheint in Ordnung zu sein. Und selbst wenn Steve nicht kaufen will, kommt der Mustang in Hamids Laden. Und Hamid hat alles, was er will. Er hat eine Automatik, er hat Chrom, er hat einen Cruiser. Hamid hat alles. So, mehr kann ich nicht. Gleich bei den Hamburger Autoperlen. Haben Kasi und Hamid das richtige Auto für Auftraggeber Steve gefunden? Ich bin nervös, sehr. Ob für den Mustang-Fan der Traum in Erfüllung geht, gleich. Bei den Hamburger Autoperlen wird's jetzt ernst. Haben Kasi und Hamid das richtige Auto für Mustang-Fan Steve gefunden? Hi Steve. Hi. Grüß dich. So Steve, wir sind da, das Auto ist für dich vorbereitet. Was denkst du, welche Farbkombination wir erwischt haben? Ich weiß es nicht. Ich bin so grob, schätz mal. Also was Helles sieht man hier schon, was Weißes. Ja, genau, genau. So. Zack. Ist ja der Hammer. Geil. Ich mach mal die Tür auf, dass du dich einmal reinsetzt. Bitte. Hat auch ein GT-Tacho-System, hat eine Klimaanlage, was einwandfrei funktioniert. Sieht ja selbst von drin absolut top aus. Absolut. Wie fühlst du dich? Ich bin nervös, sehr. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt eine Probefahrt zusammen. Gerne. Und dann bin ich mal gespannt, was du dann sagst. Steves Erstkontakt mit seinem Traumwagen. Hamid lässt ihn erst mal ein paar Minuten genießen, bevor er vorsichtig nachfragt. Da spürt man richtig einen V8-Motor. Ja. Auch vom Sound her, wie gefällt es dir? Auf jeden Fall geil. Super. Der Hammer. Ja, absolut. Ich bin oberbegeistert. Auch wenn der Unterschied zu einem Neuwagen gewaltig ist, dem Sound eines V8 kann sich niemand entziehen. Aber eine Kaufentscheidung ist noch nicht gefallen. Und Steve? Top Auto. Gefällt mir sehr. Ja? Ja. Sehr gut. Ist das so, wie du dir das vorgestellt hast alles? Absolut. Okay, perfekt. Was mich jetzt noch interessieren würde, wo liegen wir denn preislich? Also preislich haben wir genau exakt das, was du dir vorgestellt hast. Wir liegen genau bei 35.000 Euro. Wenn wir für 35 verkaufen, dann haben wir sozusagen einen Rohertrag von 4.000 Euro. Drei für mich, ein für dich. Passt doch. Ja, das rechnen wir noch mal neu. Das ist kein Thema. Perfekt, super. Dann würde ich sagen, wir gehen in mein Büro und dann besprechen wir die restlichen Sachen. Alles klar. Okay, super.